Versuch Nummer 2. Wir machen jetzt nochmal eine Auswertung zum Kindwurmtag. Heute war ja C-Day wieder von 15 bis 18 Uhr. Wir konnten ganz, ganz viele Kindwürmer fangen und die Ausbeute war auch ganz großartig. Bevor es losgeht, ich mache jetzt die zweite Aufnahme, denn ich war, nachdem ich ganz viele Brutalandas mir hochgezüchtet hatte, nochmal draußen, habe einen Giratina-Raid gemacht, um live in Action auch nochmal eine Aufnahme zu haben. 20.35 Uhr haben wir uns getroffen und ich habe die Aufnahme nicht mehr. Ich habe sie irgendwie gelöscht. Echt blöd. Naja, was soll's. Ich meine, es war auch eh nur ein Giratina. Aber es ist schon ganz cool zu sehen, wie da ganz viele Brutalandas, die man frisch gefangen hatte, den halt, ja, komplett fertig machen. Aber dazu später mehr. Dann machen wir hier nebenbei einfach wie gehabt ein paar Shiny-Aufzeichnungen. Die werde ich euch präsentieren. So sehen meine Shinies aus. Ein paar habe ich ja auch gefangen. Und bleiben wir doch am besten mal bei den Zahlen. Die flacke ich hier direkt schon mal auf den Bildschirm. Ich habe insgesamt mit den beiden Accounts, die ich ja wieder unterwegs hatte, 553 Stück gefangen. Also so ziemlich genau auch die Hälfte bei jedem Account. Wenn man jetzt Solo spielen würde, dann würde ich bestimmt auch so auf 350, 400 kommen. Und von diesen 553 waren es 25 Shinies. Also ich hatte eine sehr gute Ausbeute. 1 zu 22,12 war es bei mir. Und 1 zu 25 ist ja ungefähr die Chance. Also von daher, ich beschwere mich da überhaupt nicht. Fand ich richtig genial. Verteilt waren die wieder ganz komisch. Ich habe in der ersten Stunde schon fast die Hälfte gehabt. Also vielleicht sogar noch mehr als die Hälfte. Und dann in der zweiten Stunde fast gar nichts. Und dann wieder enorm viel in der dritten Stunde. Also wie es immer so ist bei Pokémon, Glück und Pech liegt da ganz nah beieinander. Dann gab es ja heute noch einen Bonus auf Erfahrungspunkte. Für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, ich habe meine fast 50 Eier, also über 40 hatte ich noch, Glückseier, die habe ich alle weggehauen. Ich wusste, irgendwann kann ich die nochmal benutzen, aber ihr kennt ja meine Einstellung zu den Erfahrungspunkten. Bei mir ist es eher so, ab Level 38 habe ich versucht, das sogar noch hinauszuzögern, weil ich es cool fand, so wirklich kleckerweise zu sehen, dass sich da was tut. Jetzt bei Level 40, ja, kann ich mich daran eben nicht mehr erfreuen. Es gibt ein paar Leute, die sagen, naja, aber irgendwann kommt das große Update, dann gibt es vielleicht Level 50, was machst du denn dann? Ja, nix. Dann fange ich einfach ganz normal weiter. Also mir geht da jetzt wirklich keiner ab, wenn ich das Level erreicht habe, das Maximum. Und jetzt noch weiter, wie wild, wie ein Bekloppter, die Erfahrungspunkte sammeln. Also da habe ich wirklich keine Lust drauf. Also wer darauf achtet, kann es gerne machen. Mir ist nur Platz weggenommen und ja, ich hätte jetzt auch immer noch einfach so verschwenden können, das auch noch. Aber ich denke mir, wozu? Also ich habe zumindest keinen Spaß dran. Das ist der einzige Grund. Ansonsten hätte ich die auch gerne behalten. Sternstaubstücke, die behalte ich mir immer, weil kann es immer gebrauchen. Aber die Glückseier haben für mich irgendwann den Nutzen nicht mehr so wie am Anfang des Spiels. Und deswegen da auch weg. Aber bis 38, da ruhig reinpfeffern. Weil man will ja nicht so ein Klotz am Bein sein bei den ganzen Raids. Und da ist es schon ganz cool, wenn man auch ein paar Level-Ups schon eher und schneller hinbekommt, als wenn du da Ewigkeiten vor dich hindokterst. Das eben erstmal dazu. Dann gucken wir uns auch gleich noch ein paar andere schöne Dinge an. Und zwar die Entwicklungen. Die habe ich auch aufgenommen. Und wie habe ich es heute gemacht? Ich habe heute mal anders gespielt als sonst. Also vom Gefühl her, das war heute auch nicht so anstrengend wie sonst die Tage. Vielleicht lag es daran, ich habe ja bei diesem Sichlo-Event, da war ich komplett kaputt nach der Woche. Also das hat es gut, die Beine hochzulegen und ich habe das so gesuchtet, so Minimum 6 Stunden am Tag. Und heute im Verhältnis noch nur 3 Stunden, da ging es mir richtig gut. Sonst hat mir da auch der Rücken weh, weil man da ein bisschen so verspannt auch wird. Aber das war sogar irgendwann so angenehm, dass ich mir gedacht habe, fange ich heute eben nicht so viel. Und von wegen nicht so viel. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich 553 Kindwurm gefangen hätte. Die Zeit ging auch übel schnell vorbei. Wetter war jetzt nicht so schön, es war sogar kalt und windig. Und es gab keinen Wetterbonus. Es war windig draußen und wir hatten keinen Wind im Spiel. Das war auch so ärgerlich. Das heißt, alle Kindwürmer haben jetzt nicht vom Wetterboost profitiert, was ja schade ist. Dann von den IV-Werten her, bei mir war es richtig schlecht. Ich habe ein einziges über 90 gefunden. Ein einziges und das war irgendwo mit WP 300, 400. Also, ja, schlecht. Richtig schlecht. Da kann ich ja sogar noch froh sein, dass bei meinem zweiten Account, da ist es so, da hatte ich ja 16 Shinies gefangen, auf dem Hauptaccount 9 Stück. Und von diesen 16 Shinies, da waren, ich will nicht sagen alle gut, aber von denen allen Kindwürmern, die ich jetzt gefunden und gefangen hatte, da waren die Shinies schon die besseren. Und das ist krass, das ist ja normalerweise andersrum.
Die waren zwar von den WP-Werten, naja, nicht alle so bombastisch hoch, aber so 80 IV, 60, 70, das mag jetzt auch nicht gut sein, aber wenn man kein einziges 90er hat, da freut man sich auch immens über ein paar Shinies, die auf 80 sind. Würde ich an der Stelle einfach mal nur so gesagt haben. Ja, das erstmal die Ausbeutende dazu. Also das war dann wirklich nicht ganz so optimal. Viel gefangen, aber viele Bonbons habe ich bekommen. Das wollte ich noch sagen, denn ich habe es ja heute anders gespielt als sonst. Denn ich habe bei allen Kind, wo man nicht gefunden hatte, eine Sananabeere reingehauen. Und dann bis zu 400 WP habe ich den Superball genommen und alles drüber immer den Hyperball. Ich bin ja auch gut vorbereitet. Ich hatte für jedes einzelne Handy hatte ich 200 Sananabeeren, die wollte ich alle hier ausgeben, habe ich aber nicht geschafft. 50 sind übrig geblieben, man hat dadurch die Pokestops immer wieder ein paar zurückbekommen und das hat sich gelohnt, weil ich hatte 1500 Candies bekommen pro Account und damit kannst du schon was anfangen. Da hast du schon mal eine gute Ausgangsbasis, um dir ein Brutalanda-Team hochzuzüchten. So, aber jetzt kommen wir mal auch zu der Entwicklung. So sieht jetzt mein Brutalanda-Team aus. Ich habe ein paar hochgelevelt und ich habe mich da komplett vertan. Macht das bloß nicht so, wie ich das hier euch jetzt zeige, denn es gab ein paar schwerwiegende Fehler, die ich gemacht habe. Ich sortiere mal hier nach WP, nach der Stärke nach und ja, also die einen oder anderen sehen es schon, ich habe einfach zu viel entwickelt. Das ist wirklich nicht effektiv genug und ich habe auch, glaube ich, viel zu viel Sternstaub sinnlos ausgegeben. Jetzt im Nachhinein frage ich mich, warum ich das gemacht habe. Nebenbei zeige ich natürlich auch noch ein paar Entwicklungen. Ich habe auch versucht, noch ein paar Luckys zu entwickeln und ich habe das so gemacht. Ich habe dann Punkt 18 Uhr erstmal alles begutachtet und festgestellt, scheiße, ich habe keine guten IV-Pokémon, dann alles getauscht bis 18.50 Uhr. Da war es schon ein bisschen knapp, weil ich habe mir gedacht, okay, ich will schon 6 Brutalandas haben mit der Spezialattacke, die du nur hier in dem Event heute kriegen kannst. Und dann ist mein Ziel erfüllt. Also noch knappe 40 Minuten Zeit gehabt, weil 10 Minuten hat ungefähr die IV-Durchsuchung gedauert. Und da habe ich 2 Luckys noch bekommen. Das ist in 40 Minuten auch richtig, richtig schlecht. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich hatte 2 Luckys, die fressen eben nicht so viel Sternenstaub, also nehme ich die. Der Tauschaccount von mir, der hat einen 96er als Lucky bekommen. Richtig genial. Und hier ist es so, dass mein stärkstes ein 93er mit 15 ATK ebenfalls durch Tausch erhalten, nicht durch die normale Wildnis, habe ich hochgepimpt. Dann das Beste, das ist genau das einzige 90er, was ich in der Wildnis gefangen hatte. Das war echt ein Shiny. Riesenglück. Einfach riesig Glück gehabt, muss ich aber auch hier sehr viel Sternstaub reinstecken, weil es hatte ein Level von, keine Ahnung, 7 oder 8 oder sowas. Also auch da sind viele Bonbons draufgegangen. Dann 84-14 in Lucky, 84-13 auch in Lucky. Dann nochmal ein Tausch, ein Shiny. Diese Shiny hier, auch sehr besonders. 67-8 ist zwar jetzt nicht unbedingt gut, aber es hatte hohe WP und es hatte einen Ausgangswert von 20, IV-20 durch einen Tausch. Ja, mehr als verdreifacht, also da meckere ich auch nicht. Hatte auch die richtigen Attacken schon drauf. Drachengute Wutanfall. Von daher bin ich da zufrieden. Ne? Hier, das hier. Das habe ich aus Versehen einfach entwickelt. Frag mich nicht warum. Das sind 125 Candies. Sinnlos ausgegeben. Da könnte ich mich ohrfeigen. Ne? Ja, hier unten ist noch ein Brutalanda. Das habe ich vom Oktober. Das hat noch Draco-Meteor drauf. Das ist nicht vom Event. Und das ist auch noch vom Event, 80 und 12 ist für ein Shiny auch sehr stark. Könnte ich hochmaxen, dann hätte ich hier wirklich ein gutes 6er-Team, was nur Drachenangriff kann. Aber warum ist das jetzt ein Fehler gewesen? Ich meine, ich werde mal Folgendes machen. Ich blende euch jetzt mal ein, eine gute Liste für das kommende Raid-Wochenende oder für die kommende Raid-Woche. Wir kriegen ja Latios und ich habe euch mal die Konter eingeblendet, die man so im Durchschnitt haben sollte. Das ist bei Pokebattler ermittelt, wenn du Pokémon von Level 35 hast und mindestens einen Hyperfreund in der Arena mitkämpfen lässt. Dann hast du diese Werte und ohne bestimmte Wetterboni. Ja, da sieht man Brutalanda auf Platz 2 mit 650 Sekunden knapp. Das ist schon gut. Aber ein Dragoran und selbst ein Rayquaza, was wir erst kürzlich hatten, ist ja nun mal auch ein bisschen besser. Aber Dragoran ist jetzt auch nicht so weit entfernt. Ich meine, von den Sekunden klar. Aber beide Pokémon kriegst du eben nicht so hin, dass man das zu zweit schafft. Ein Latios
Von daher brauchst du, egal ob du ein Brutalander-Team oder ein Dragoran-Team hast, mindestens 3 Leute. Unter normalen Bedingungen. Wenn du jetzt einen Wetterbonus hast von windig, dann kann es durchaus passieren, dass du den auch zu zweit knackst, aber da braucht man eben kein Sechser-Team. Das ist der Punkt. Denn wenn ich jetzt mal hier so raufklicke, auf das erste, Drache und Wut. Ich meine, ich habe jetzt noch 409 Candies. Von knappen 1500. Hier hatte ich, glaube ich, sogar 1007. Ein paar Bonbons hatte ich ja schon vorher. Da wäre es intelligenter gewesen, hätte ich 3 Pokémon hochgezüchtet. Also so ein Shiny auf maximal, dann ein Lucky auf maximal und ein normales, was die höchsten Werte hat. Also hier das hier, 9315 durch Tausch, hochmaxen, dann 9114 ebenfalls hochmaxen und dann eben das beste Lucky, das ist eben 8414, das auch hochmaxen. Hätte ich 3 Stück gehabt und da hätte ich mehr gehabt. Denn mir ist nämlich bei dem Giratina-Weight aufgefallen, die haben eine Attacke ausgehalten und danach hat es halt für eine Ladeattacke nicht mehr ausgereicht. Da reicht Level 35 also nicht aus. Und ich mache es immer so, ich level meine Pokémon immer bis auf Level 35. Denn das Spannende ist, wenn man auf PokéBattler mal die Level eingibt, dann nimmt sich das kaum was, ob ein Pokémon auf Level 35 oder auf Level 40 Max ist. Müsst ihr mal machen. Das sind nur ein paar Sekunden, die den Raid auch nicht entscheiden. Es mag Situationen geben, da ist das schon entscheidend, aber nicht bei den meisten Kämpfen. Deswegen macht es ruhig bis Level 35. Alles drüber hinaus ist meistens eine Verschwendung. Und da macht es nur Sinn für eure Lieblings-Pokémon. Und deswegen ärgert es mich, dass ich hier wirklich ein 6er-Team gemacht habe, obwohl ich ja schon ein Dragoran-Team habe. Tja, habe ich einfach zu schnell und zu unüberlegt entwickelt, weil ich mir gedacht habe, naja, vielleicht schaffe ich ja Latios auch zu zweit. Deswegen wollte ich ganz, ganz, ganz viel Brutalanders auch haben mit der Spezialattacke. Ja, ärgert mich. Jetzt habe ich nämlich, guck mal auf den Sternstaub, 363.000 habe ich noch. Ich hatte 800.000. Das heißt, 450.000 habe ich jetzt hier ausgegeben. Ja, das ärgert mich jetzt nicht. Nur hätte ich gerne das intelligenter verteilt. Das ist eben der Punkt. Ja, das war es aber erstmal zur heutigen Folge. Das ist meine Auswertung. Also der Tag hat sich gelohnt. Hat Spaß gemacht. Ich war wirklich selten noch so fit wie heute. Und dann bin ich gespannt, wie viele Raids ich brauche, um Shiny Latios nächste Woche zu bekommen. Bin ich sehr gespannt. Ich erinnere hier an der Stelle, Shiny Latias hat mich 42 Raids gebraucht. 42 Raids. Und die Chance lag ja wohl bei 1 zu 20. Haha, alles klar. Naja, also ich lasse mich da gar nicht überraschen. Der April war ja momentan auch nicht der beste. Der C-Day hat gezeigt, es geht doch anders. Naja, mal gucken, ob ich weiter vom Glück jetzt gesegnet bin oder dann wieder das alte April-Pech zurückkommt, was am Anfang April auf mich auch gewartet hatte. Naja, euch noch viel Spaß beim Fangen, euch wünsche ich da auch viel Glück und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Wochenende. Also reinhauen und tschüss!